So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video im Modul Enterprise Transformation. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir beschäftigen uns heute mit dem Innovationsmanagement und klären in diesem wie auch im nächsten Video einige Grundlagen, bevor wir dann zum Design Thinking übergehen. Ja, das Innovationsmanagement umfasst zunächst alle Aufgaben der leitenden Gestaltung der gesamten Innovationsprozesse und beschreibt die Managementfunktion. Das, was ich euch jetzt zeige, ist eigentlich ein Exkurs aus der Unternehmensführung. Findet ihr auf unserem Channel, schaut euch dort gerne mal um, so wie auf unserer Website, denn dort findet ihr sämtliche Fragenkataloge, einmal hier zum Enterprise Transformation, aber auch zur Unternehmensführung oder anderen Modulen. Wiederholen wir einmal kurz, und zwar die 5 Managementfunktionen. Ich schreibe sie erstmal hin, dann werden wir sie nochmal mündlich beziehungsweise verbal noch mal erläutern. Also zunächst hätten wir einmal die Planung. Ich werde das Ganze mit der Tastatur hier schreiben, das geht ein bisschen schneller. So, dann zweites Paket hätten wir die Kontrolle. Dann drittes Paket, den Personaleinsatz. Das sind jetzt auch so Basics, die sollte auf jeden Fall auf dem Kasten haben. Und als nächstes die Führung beziehungsweise die Unternehmensführung. Oder Personalführung, darunter fällt vieles, also Führung ist etwas abstrakter gefasst. Und die Organisation. So, ja, erläutern wir das kurz mal, was versteht man darunter? Bei der Planung, die Planung beschreibt die Bestimmung der Zielrichtung und Auswahl von Optionen. Kontrolle, durch einen Soll-Ist-Vergleich wird festgestellt, ob die Pläne überhaupt realisierbar sind. Dann beim Personaleinsatz, ja, geht es grundsätzlich um die Besetzung von Stellen mit Personal. Führung beschreibt die zielbezogene Verhaltensbeeinflussung der Mitglieder durch Interaktion. Also man könnte hier auch konkreter noch von Personalführung sprechen. Und Organisation beschreibt die Schaffung von Regelung und Arbeitsteilung. Das nochmal kurzer Exkurs, wie gesagt, kennen wir schon aus vorherigen Videos. So, was ist jetzt das Problem? Da habe ich auch was vorbereitet für euch. Und zwar, die Digitalisierung ist ein Innovationsproblem. Die Digitalisierung ist ein Innovationsproblem. Bisschen konkreter, deren Umfang spezifisch ist und betrifft vor allem die strategische und organisatorische Ebene der Unternehmung. So, das denke ich reicht auch soweit. Ja, und damit kommen wir dann zum Kern des heutigen Videos, und zwar zu den Aufgaben, die das Innovationsmanagement hat. Da möchte ich zunächst einsteigen mit der zentralen Annahme für das Innovationsmanagement. Und zwar, das Management geht davon aus, dass Innovationen planbar sind und ein Unternehmen innovativ ist. Also wir schreiben auf, das Management geht davon aus, dass Innovationen planbar sind und ein Unternehmen innovativ ist. Die Annahme solltet ihr euch unbedingt auf ein Karteikärtchen schreiben und dann entsprechend aneignen. So, und dann kommen wir zu den Aufgaben des Innovationsmanagements. Das sind dann, wie bei den Managementfunktionen, 5 Pakete. Definition und Implementation von Strategie in Bezug auf Innovationen. So, ich mache das jetzt stichpunktartig hier. Ich denke, das reicht aus. Dann Gestaltung und Durchführung eines Portfolios von Innovationsprojekten,
Drittes Paket, ich formatiere das hier mal kurz. So. Es ist auch bündig. Und zwar Planung, Steuerung und Kontrolle von Innovationsprozessen. Viertens, Aufbau einer innovationsfördernden Struktur und Kultur. Und fünftens, Ausrichtung von Wissensmanagement auf Innovationsanforderungen. So, die kann man sehr gut wieder auf ein Karteikettchen schreiben und dann entsprechend aneignen. Ja, das war's soweit. Wenn ihr Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare. Den Rest packe ich wie immer unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein. Ich habe es jetzt versucht, in einem Take aufzunehmen. Das funktionierte noch nicht, weil ich schon wieder im Räuspern war. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ansonsten habt ihr soweit alles. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.